Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Testserver von Overwatch. Und gerade eben ist etwas Neues rausgekommen. Heute ist der 22.08. und wir haben es 18:30 Uhr und vor kurzem ist die neue Map, und zwar Eichenwalde, beziehungsweise im Deutschen Eichenwald rausgekommen. Inklusive dem neuen Reinhardt-Skin. Und den zeige ich euch jetzt einmal kurz hier. Das wäre Baldrige oder Balderidge? Ich denke mal Baldrige. Das wäre dieser Skin und oh mein Gott, ist das mal ein geiler Legendary. Schaut euch das an. Blizzard hat sich so viel Mühe gegeben, das ist so geil. Wow. Und Greifheart. Und das ist einfach. Erinnert ein bisschen an den Bastion-Skin, den Überwucherten. Einfach so ein bisschen, naja, überwuchert. Genau, das trifft es recht gut. Aber beide Skins ziemlich cool. Wirklich. Und damit ihr die auch in-game seht, kaufe ich sie mir. Ich meine, hallo? Content? Guter Content, nur von mir, Kappa. So. Ich sollte aufhören mit Twitch-Emotes. Und wir schauen uns natürlich auch die neue Map an. Ups. Und Eichenwald. Schnellsuche. Wir gehen mal ins Übungsgefecht. Und bitte ohne Cooldowns. Dankeschön. Und dann mal rein. So, mal schauen. Ich habe mir die Map noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Da ist sogar eine Deutschlandflagge. Das ist geil. Und ich erwarte viel, weil ich habe die Map natürlich in Videos gesehen. Und wow, die sieht verdammt gut aus. So sieht der Skin in-game aus. Okay. Jupp. Ein geiler Skin. Wow. Okay. Verdammt cool. Oh mein Gott, den kaufe ich mir vielleicht echt auf dem Live-Server. Und das ist die neue Map. Okay. Gut, ich kenne mich jetzt kein bisschen aus. Okay. Da unten ist ein Loch. Kann ich da hin? So nicht. Okay. Ich sollte es vielleicht doch mit Pharah versuchen, weil mit ihr kann man am besten erkunden, meiner Meinung nach. Wegen dem Schweben und dem Rocket Jump natürlich. Also dem Boost. Mal schauen, ob man hier stehen kann. Oh mein Gott, man kann hier wirklich hin. Okay. Wow, ich fange einfach mal am besten in dem Schloss an, weil das hier kommt auf jeden Fall die Fracht entlang und da ist ein Spawn. Okay. Ah, da ist er. Das hat man auch im Trailer gesehen. Wow, das ist verdammt hübsch. Oh mein Gott. Es sieht wirklich gut aus. Also wenn das mal nicht die hübscheste Map ist. Woher? Ah, daher, okay. Die Farben passen auch perfekt zueinander natürlich. Das hat Blizzard super hinbekommen. Und hier ist ein Spawn. Okay. Aha. Also direkt hinter dem Thron ist der Spawn der Verteidiger. Und die Leute müssen die Fracht bis hierhin bringen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wow, und man kann hier nach oben. Das bedeutet, hier oben könnte sich ein Bastion gegebenenfalls hinkämpfen mit einem Reinhardt. Nicht schlecht. Hier überall liegen auch noch Omnics herum. Okay. Nicht zerstörbar, schade. Gibt es hier oben auch noch? Aha. Wow, wenn das mal keine Anspielung an Dark Souls ist. Bonfire. Okay. Good job, Blizzard. Nett.
Oh mein Gott, ist die Map aber groß und verwinkelt und wow. Holy Schissel. Da findet man doch niemals Gegner, oder kommt mir das jetzt nur so vor? Okay. Ich werde das wahrscheinlich so ein bisschen zusammencutten, damit ihr einfach nicht die ganze Zeit nur mich still und rumlaufend erlebt, sondern halt nur die Highlights seht, weil da oben ist ein Fenster. Oh, wie cool. Okay. Na, dann wisst ihr Bescheid, falls da mal irgendwo Jump Cuts sind. Also da unten kann man ja rein, wie wir bemerkt haben. Okay. Das bedeutet, mit einer Pharah-Ulti könnte man schön, schön die Angreifer erwischen. Auf jeden Fall. Nice. Sowas mag ich immer. Okay, und hier geht's da nach unten. Aha. Oh mein Gott, ist diese Map verwinkelt und oben und unten und links und rechts und wow, Blizzard. Okay. Also das ist der Spawn, in dem ich gestartet bin. Ja, genau. Okay. Ich verstehe die Map so langsam. Kann man hier nach oben? Hier kann man hin. Okay. Hier. Ach, hier ist auch noch ein Weg. Okay. Und hier? Ach du meine Güte, ist das Ganze verwinkelt. Ein schöner Snipe-Spot. Ja. Gefällt mir. Ich spiele gern Widowmaker. Auch wenn die Leute sagen, sie ist viel zu schwach. Ich finde sie ganz okay. Oh, noch ein Keller. Moment, bin ich jetzt wieder hier? Ja, ich bin wieder hier. Ups. Okay, also das ist echt sehr verwinkelt. Und wo geht's hier hin? Das ist ja noch nicht mal so die halbe Map, die ich hier gesehen habe. Genau, das habe ich jetzt auch schon öfter im Trailer gesehen. Genau diese Treppe. Okay. Da sind die Vögel. Oh. Der neueste Animated Short ist auch genial, oder? Wie findet ihr den? Also ich finde ihn wirklich super. Blizzard macht so gute Animated Shorts. Die sollten wirklich einen Film machen. Ich bin da sowas von dafür. Aber ich denke, da kommt auch noch was, so wie die auch den WoW-Film erst nach Jahren released haben. Aber die Leute wünschen sich halt jetzt bereits einen Overwatch-Film und Blizzard wird da, glaube ich, definitiv was machen. Und das wird gut. Das muss gut werden. Das ist Blizzard. Die Crusader stehen Wache. Das ist einer von Reinhards Leuten. Anweisungen für den Omnig-Ernstfall. Ruhe bewahren. Nicht im Freien aufhalten. Von Fenstern fernhalten. Helft euren Nachbarn. Ja, wie soll ich meinen Nachbarn helfen, wenn ich nicht im Freien oder in der Nähe des Fensters sein soll? Ha. Evakuierungsbefehl, okay. Noch einer. Aha. Interessant. So zu sehen, wie das hier vor der Omnic-Crisis war. Die Leute haben sich auf jeden Fall schon vorbereitet. Computerwelt von Rittgen kenne ich nicht. Ob das wohl echt ein Laden irgendwo ist? Super Schlussverkauf. Bis zu 20% Rabatt auf ausgewählte Hardware. Okay. Tastatur nicht im Preis enthalten. Okay. Na dann. Dann kaufe ich es auch nicht. Sorry. Da unten ist wahrscheinlich der Tod, oder? Weil das sieht mir out of map aus. Ja, 100 Pro. Fahrräder! Uhrenkeller, genau, das ist das Jagdgebäude. Moment, wo bin ich denn jetzt? Also hier ist die Fracht. Okay. Und war hier noch was? Genau, das ist der Shop. Nee, dann geht's da lang weiter.
Oder kam ich von da? Oh Gott, es ist so verwirrend. Kam ich von hier? Ich kam von hier. Ich habe noch gar nicht dieses Gebäude mit den Uhren gefunden. Wo ist denn das? Da hinten? Wie? Die Zaubertröte. Aha, Musikinstrumente. Yay. Ups. Naja. Und hier kann man flanken, wie es aussieht. Okay. Aha. Aha, okay, das ist der Spawn der Angreifer. Da kann ich jetzt nicht rein. Da wechsle ich danach noch. Moment. Aha, okay, das ist ein kleiner Balkon. Nett. Ich habe immer noch nicht dieses Uhrenzimmer gefunden. Wo ist denn das? Hm. Gütebäckerei. Ach, das ist die Bäckerei. Okay, ich verstehe. Moment. Okay. Also hier kann man von oben auch rein. Nett. Okay. Wo ist dieses Uhrenzimmer? Das will ich noch finden. Wahrscheinlich bin ich schon hunderte Male vorbei, also dran vorbeigelaufen. Jagdhütte, Edelmann, genau, das ist die Jagdhütte. Uhrenkeller. Kann das sein, dass das ein Spawn ist und dass der erst aufgeht, wenn man dich eingenommen hat? Kann das? Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil ansonsten übersehe ich dieses Ding die ganze Zeit. Nö, ich wüsste echt nicht, wo es sonst noch ist. Aber okay, ich schaue mir das Ganze jetzt nochmal aus dem Spawn der Angreifer an. Die haben ja andere. Und rüste derweil auch einmal den neuen, beziehungsweise den anderen neuen Skin aus. Und zwar Greifhard. Das ist ein lustiger Bug gewesen. Spiel. Benutzer definiert. Einstellungen. Keine. Nur Eichenwald. Das Ganze jetzt aber als Schnellsuche. Und bitte kein Cooldown. So, bis gleich. So, damit sind wir in-game. Und das hier ist der zweite Skin. Ach du meine Güte, sieht der auch geil aus. Dieses Auge. Wow. Ich bin Verteidigung. Ich starte es nochmal neu. So, jetzt sind wir im Angriff. Reinhard. So sieht das Ganze schon besser aus. Während ich hier noch ein bisschen warte, würde ich euch auch gerne noch eine Frage stellen. Möchtet ihr oder wäre es für euch in Ordnung, wenn ich auch noch Videos zu anderen Spielen mache? Ich habe jetzt ein CSGO-Video. Ich habe ein CSGO-Video auf meinem Channel. Und ich würde gern auch noch Content bezüglich Hearthstone, WoW und anderen Spielen machen. Möchtet ihr sowas auch gern sehen oder hättet ihr lieber wirklich nur Overwatch-Content? Wenn ihr mir das sagen könntet, wäre ich sehr dankbar. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Omnic-Artillerie, Omnic-Infanterie. Okay. Schnelleinsatzgruppe, okay. Crusader, Eichenwalde. Gebirgs. Ach genau, das mit dem Eichenwalde. Die haben bei ihrer deutschen Übersetzungscrew nachgefragt, ob Eichenwald oder Eichenwalde korrekt ist. Die Übersetzungscrew hat Eichenwalde gesagt. Also Blizzard, please fix Eichenwald. Und auch nicht Eichenwald oder so, sondern einfach nur Eichenwald. Das wäre super. Was haben wir hier? Crusader auf dem Rückzug. Omnics bereiten Großangriff vor. Höchste Alarmstufe in Berlin. Hier wird sogar Berlin genannt. Okay, cool. Hier steht Reinhard, oder? Reinhard, ja, der war wohl hier. Das ist so der erste Spawn. Hier wird, wie es aussieht, Bier gebraut. Typisch deutsch, ganz klar. Nett, sehr nett.
So, dann kann man hier raus und unter anderem hier flanken oder einfach direkt in die Mitte. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, wo genau Angreifer stehen werden oder würden. Ich könnte mir vorstellen, hier auf der Brücke, vielleicht hier in dem Gebäude. Eher nicht, okay. Es ist so kompliziert hier. Ja, so ungefähr. Und wir müssen dann hier durchpushen und uns die Payload hier holen. Sieht auch super aus, so ein Rambock. Blizzard hat sich so viel Mühe gegeben, das ist wirklich schön, das Ganze hier zu betrachten. Ach genau, den Skin. Wow, dieser Efeu auch auf der Waffe. Super. Okay, so, jetzt hat der Uhrenkeller offen. Genau wie ich es mir gedacht habe, okay. Genau, und hier sind die Uhren aus dem Trailer. Ich denke mal, das, ja, ich denke mal, das sind die. Die ähneln auf jeden Fall sehr. Okay. Ach was. Okay, mach ich. Das ist ein super neuer Legendary. Beide. Wobei, ich würde sogar sagen, der andere gefällt mir mehr. Einfach weil ich nicht so der grüne Typ bin. Aber beide sehen super aus. So, jetzt mal schauen, ob es mich runterstößt. Nö. Okay. Auf und davon, Reinhard. Wow, das ist jetzt eine ganz schöne Strecke bis zum zweiten Checkpoint. Sehe ich das richtig? Auf dem, naja, der Balken, der sich da füllen muss. Gut, man hat 5 Minuten Zeit. Also, naja, ich schätze mal 3 Minuten, wenn man ein bisschen gebraucht hat. Mach schnell, her, komm, schon. Gleich sind wir da. Ja, gleich. Wir haben es bald. Nicht mehr lang. Ah. Juhu! Ich habe meine Ulti. Eins, zwei, drei. Wow. Okay. Okay, ist das cool. Es ist zwar ganz schöne Zeitverschwendung, aber ich denke mal, genauso lang braucht ein Tor von diesem Ausmaß, um sich zu öffnen. Oh. Okay, es geht trotzdem zu. Interessant. Einmal damit ihr meine Ulti seht. Hat sich nichts verändert, leider. Was steht da vorne drauf? DB? D8? D8, denke ich. Oder 08? Okay, da vorne ist das Ziel. Und Winner! Wieso genau wir diesen Rambock hierher bringen müssen, verstehe ich jetzt zwar nicht, aber hey, wir haben es getan. Okay, super, super geile neue Map. Gefällt mir sehr und die zwei neuen Skins sind wirklich top. Gute Arbeit, Blizzard. So, und das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir. Wie gesagt, es wäre super, wenn ihr mir sagen könntet, ob ihr gerne auch anderes Gameplay haben wollt, also zum Beispiel aus WoW, aus Hearthstone oder auch aus anderen Spielen. Von mir aus sogar Counter-Strike oder so. Gebt mir einfach mal Bescheid. Und dann sieht man sich beim nächsten Video, denke ich. Macht's gut!